Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Tutorial, in dem ich euch mal zeigen möchte, wie ihr in Star Wars The Old Republic auf den öffentlichen Testserver kommen könnt. Ich weiß, das Tutorial kommt jetzt etwas spät, aber ich hoffe mal, es ist trotzdem noch für euch hilfreich, falls ihr das nicht wissen solltet. Kommen wir zuerst zu einer kleinen Voraussetzung, die ihr haben müsst. Und zwar, ihr müsst Abonnent sein. Oder zumindest, ihr müsst Spielzeit haben. Es ist egal, ob ihr jetzt nur ein Abonnent habt oder Spielzeit, das ist eigentlich ziemlich egal. Hauptsache, ihr habt hier eine Zahl stehen. Also, ich habe jetzt in dem Fall noch 50 Tage Spielzeit. Aber ihr müsst auf jeden Fall welche haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dann geht ihr erstmal in euren Launcher. Sobald ihr euren Launcher gestartet habt und euch eingeloggt habt, habe ich jetzt hier schon mal gemacht. Seht ihr hier diese ganzen Bilder. Und jetzt klickt ihr hier nicht auf Spielen, sondern ihr klickt hier auf dieses Symbol hier. Wenn ihr Abonnent seid, sollte das hier angezeigt werden. Beziehungsweise wenn ihr Spielzeit habt, besser gesagt. Klickt einfach hier drauf. Es ist egal, ob ihr ST habt hier unten oder nicht. Das ist ziemlich egal. Klickt hier einfach einmal drauf. Dann haben wir entweder SWTOR, das ist das normale Spiel. Oder Public Test, das ist halt dieser Testserver, auf den wir jetzt rauf möchten. Da klicken wir also einmal drauf und klicken einmal unten auf Weiter. Und wenn ihr das Ganze noch nicht runtergeladen habt, beginnt jetzt die Zeit, in der ihr das Ganze runterladen müsst. Ihr seht, ich habe das ganze Ding jetzt natürlich schon runtergeladen, deswegen geht das jetzt hier ganz schnell durch. Wenn ihr es noch nicht runtergeladen habt, dann kann das Ganze so um die 5-6 Stunden dauern, je nachdem, wie gut euer Rechner ist. Und beachtet auch bitte, dass ihr mindestens ungefähr 45 bis 50 GB freien Festplattenspeicher habt. Auf der Festplatte, wo es dauert, normalerweise installiert ist. Denn sonst könnt ihr euch das Ganze direkt knicken. Also wenn ihr nur noch, ich sage jetzt mal, 20 GB frei habt, dann bringt euch das Ganze auch nichts, weil dann werdet ihr es niemals schaffen, das runterzuladen, weil der Test-Client, der ist nochmal ein komplett neuer Client, der ebenfalls nochmal genauso groß ist wie der normale, beziehungsweise wahrscheinlich sogar noch größer, aber da halt noch mehr Dekos und sowas alles drin sind, noch mehr Grafiken. Das kann natürlich etwas dauern, bis das Ganze runtergeladen ist. Bei mir hat es ungefähr über 5 Stunden gedauert, also 5,5 Stunden mindestens. Von morgens um 8 ungefähr bis nachmittags um 2. 6 Stunden ungefähr. Mindestens. Ich glaube, es hat sogar noch bis um 3 gedauert. Egal. Auf jeden Fall, sobald ihr das Ganze dann gemacht habt, also sobald das Ganze dann endlich nach ein paar Stunden fertig ist, oder ihr habt das Ganze Ding halt schon runtergeladen, oder ihr habt noch alte Client-Dateien drauf, dann müsst ihr es natürlich patchen. Unter der Spielbutton ist, klickt ihr noch nicht drauf, dann können wir das Ganze erstmal wieder minimieren. Und dann gehen wir hier unten auf Charakterkopie öffentlicher Testserver. Das Ganze wird auch nur angezeigt, wenn der Server auch tatsächlich aktiv ist. Da klickt ihr einmal drauf. So. Dann sind wir jetzt hier drin. Dann könnt ihr jetzt hier auswählen, wo euer Charakter ist. Also ihr könnt jetzt hier, ich erkläre jetzt mal kurz, was das hier überhaupt ist. Damit könnt ihr so gesehen euren Charakter, den ihr auf einem normalen Server habt, auf den Testserver kopieren. Damit werden auch alle Sachen übernommen, die nicht unbedingt irgendwie nicht festgebunden sind. Also Postnachrichten werden nicht übernommen, Vermächtnislager wird nicht übernommen, allerdings Vermächtnisfreischaltungen, die werden übernommen, sobald ihr euer Vermächtnis erstellt. Vermächtnisname wird, glaube ich, auch nicht übernommen. Aber die Freischaltung selber, sobald ihr das Vermächtnis anlegt, werden die Freischaltungen auch automatisch übernommen. Und ihr kriegt da Zugriff auf die jeweiligen Funktionen, die halt auf den normalen Server noch nicht verfügbar sind. Also so gesehen halt wie ein Charaktertransfer, nur halt, dass es auf dem Testserver ist und ihr dafür auch nichts bezahlen müsst. Also, ihr wählt erstmal euren Server aus, bei mir ist er jetzt in dem Fall in Europa, auf To D'Accord. Klickt ihr einmal drauf. Da werden euch jetzt hier alle eure Charaktere angezeigt. Ja gut, ein paar Charts haben jetzt hier noch Nummern hinter, weil die doch für die schon vergeben waren. Und dann wählt ihr einfach euren Charakter hier aus. Klickt einfach mal drauf, ich nehme jetzt einfach mal den hier. Klickt drauf. Und klickt dann unten auf Copy Character. So, das Ganze dann fertig ist, dann kann sein, dass es hier ein bisschen rumbuggt, wie bei mir jetzt gerade. Muss hier raufklicken, hier stoppen. Ups. Ich weiß nicht warum, aus irgendeinem Grund buggt das hier gerne mal ein bisschen rum. So, jetzt haben wir es. Also wenn das hier bei euch so ein bisschen rumbuggt, dann einfach mal die Seite stoppen, das passt schon. Sehen wir noch einmal die Requirements hier, die sind leider nur auf Englisch verfügbar. Kann ungefähr eine Stunde dauern, stimmt eigentlich gar nicht, das ist normalerweise wird das sofort übernommen. Manchmal kann es auch passieren, dass ein Charakter zweimal kopiert wird. Das passiert bei mir sehr, sehr oft. Und dann können wir halt hier sehen, okay, Testserver ist da, okay. Und ja, kosten uns so gesehen eigentlich gar nichts. Also, hier sehen wir auch noch, unser Charakter hat Nachrichten, die werden nicht kopiert. In-Game-Status können wir auch noch hier checken. Also, sie sollte am besten im Spiel komplett ausgeloggt sein. Und wenn ihr Änderungen machen wollt, müsst ihr auf Cancel drücken. Oder halt auf Zurück. Ich werde das Ganze jetzt hier allerdings nicht machen, weil ich habe das Ganze schon mal gemacht. Allerdings, sobald ihr jetzt hier starten wollt, also sagt, okay, ich hätte der Charakter doch mindestens 2,5 Millionen Credits dabei. Das ist auch das Minimum, um die Festung kaufen zu können. Den Rest, den könnt ihr euch so holen. Aber ich denke mal, so mindestens 2,5 Millionen bis 3 Millionen solltet ihr schon mitnehmen. Mit eurem Charakter. Der sollte auch nicht mehr im Vermächtnislager sein, sondern direkt im Inventar. Dann klickt ihr auf Start Copy und dann geht's los. Da könnt ihr euch eigentlich auch schon direkt einloggen, weil das Ganze eigentlich auch schon fertig ist. Ich klicke jetzt eigentlich auf Back, weil ich das Ganze jetzt hier nicht machen will. So. Also, wisst ihr jetzt erstmal, wie ihr einen Charakter kopiert.
Im Launcher angekommen, jetzt haben wir den Client ja runtergeladen, können wir direkt auf Spielen klicken. Also einmal draufgeklickt, dann wechselt das ganz kurz, hat man ganz kurz die Taskleiste auch unten gesehen. Und dann sollte das Spiel auch gleich erscheinen. Na komm, dauert ein kleines bisschen, bis es gestartet ist. Ja, also wir hoffen, ich habe das jetzt verstanden. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, falls ich irgendwas scheiße erklärt habe, dann sofort in die Kommentare damit. Dann kann ich das Ganze natürlich dann auch wieder in den Kommentaren dann richtig erklären, falls ihr irgendwas nicht verstanden habt oder so. Also, Kopien sind ko komplett kostenlos, kann ich euch gleich sagen. Hier steht es auch Free Copy bei allen Charakteren, egal welche Stufe sie haben. Ihr solltet allerdings möglichst am besten jemanden mitnehmen, der viel Credits hat und der nur hohe Stufe hat. Dabei werden die Änderungen auf dem Testserver natürlich nicht übernommen. Das heißt, wenn ihr auf eurem Testserver eure 20 Millionen, die ihr theoretisch habt, ausgebt, dann werden sie auf eurem Hauptcharakter auf dem richtigen Server nicht ausgegeben. Also ihr könnt ausgeben, was ihr wollt. Das wird alles nicht übernommen. Also so gesehen könnt ihr darauf mit keine Verluste machen. So, warum startet jetzt das Spiel nicht? Kann sein, dass es sich jetzt wegen dem Vollbildmodus hier minimiert hat. So, sobald ihr auf Spielen geklickt habe, sollte das Ganze jetzt bei euch ungefähr so aussehen. Ich habe das Ganze jetzt nur im Fenstermodus, könnt ihr jetzt eigentlich hier den Rand nicht sehen. Und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Hier ist unser kopierter Charakter. Den habe ich zwar schon vorher drauf gehabt, aber egal. Das hier wird komischerweise auch übernommen mit den 8 Stories, die ich eigentlich gar nicht gespielt habe. Ihr könnt so viele Charaktere kopieren, wie ihr halt hier Slots habt, also ohne, so gesehen unendlich. Ihr könnt natürlich auch wieder alte löschen. Steht euch natürlich alles frei. Server gibt es natürlich nur einen einzigen, wenn ich jetzt hier mal draufklicke. Wenn das Ganze übrigens, also hier Public Test, 4 Charaktere drauf, Nordamerika, Englisch, also in Deutschland davon gibt es nicht. Allerdings könnt ihr das Spiel trotzdem in der deutschen Version betreiben. Habt ihr ja im anderen Video gesehen, wo ich euch die Festung vorgestellt habe, dass das Ganze natürlich auch schon perfekt funktioniert. Einige Schriften, die sind natürlich noch nicht richtig da, zum Beispiel jetzt von diesem Zuschauermodus, das wird wahrscheinlich auch in der Vollversion dann spätestens wahrscheinlich hinzugefügt. Spätestens beim ersten Notfallpatch, der direkt 2 Tage später kommen wird. Egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier fertig. Ihr könnt euren Charakter jetzt hier, auch wenn ihr jetzt sagt, ich brauche den Charakter jetzt hier nicht mehr, könnt ihr natürlich auch löschen. Mache ich jetzt hier nicht. Und falls jetzt hier irgendwas stehen sollte mit Schnellstart-Download, nachdem ihr das Ganze gemacht habt, dann beendet das Spiel am besten einfach nochmal und startet es nochmal, weil das ist dann eigentlich immer nur ein Bug. Weil ein Schnellstart-Download gibt es auch im Public-Test so nicht. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Und wenn ihr dann spielen wollt, klickt ihr einfach auf Spielen ganz normal. Und dann geht's auch schon los. Ihr müsst allerdings beachten, dass eure Einstellungen ebenfalls nicht übernommen werden. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo auf dem Hauptserver irgendwelche bestimmten Einstellungen hattet, irgendwelche Interfaces und sonst was, die werden alle nicht übernommen, die müsst ihr also selber nochmal neu erstellen oder halt rüber kopieren irgendwie. Ich weiß gar nicht genau, wo die jetzt reingespeichert werden, habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Das mache ich gleich mal. Ob ich vielleicht kurz den Ordner hier finde. Local App Data Prozent. SWTOR. Ich weiß gar nicht, ob das hier mit drin ist. SWTOR. Public Test hier Settings, GUI Profiles und da muss das Ganze dann rein. Falls ihr das Ganze habt, ich versuche es gar nicht, obwohl das Spiel läuft, das Spiel zu schwer, jetzt geht das sowieso nicht. Also, ihr geht dann am besten also auf Prozent, Local App Data Prozent, dann auf SWTOR und dann auf Public Test, dann auf Settings und dann auf GUI Profiles oder halt hier Key Bindings, halt je nachdem und fügt dann halt hier eure Interfaces bzw. Einstellungen rein. Sollte problemlos möglich sein und schon sind wir jetzt hier auf dem Testserver drauf und können uns die neue Rishi-Festung anschauen. Geld, wenn ihr euch die Festung kauft, Geld wird dabei nicht abgezogen. Ja, ich habe hier ein bisschen mich vercraftet, habe hier ein bisschen viel MK4-Teile gemacht. Ja, ich habe mich ein bisschen verzählt wohl. Und ihr könnt euch natürlich auch unendlich viel Charaktere rüber und ihr könnt euch auch den Charakter mehrmals rüberholen, wenn ihr jetzt sagt, mir reichen diese 20 Millionen, die ich jetzt hier dabei habe, nicht. Dann holt ihr euch aber nochmal den Charakter rüber, habt ihr 40 Millionen und dann halt nochmal, dann habt ihr, ja, 60 und dann noch 80, 100. Also ihr könnt so gesehen euch unendlich Geld hier rüberholen, wenn ihr natürlich so viel Geld auch habt. Also so gesehen sollte das mit dem Geld eigentlich gar kein Problem sein. Wenn ihr nicht genug habt, dann schiebt euch einfach so viele Charaktere rüber, bis ihr es irgendwann zusammen habt. Ja gut, sei natürlich, habt nur ein Credit dabei, dann ist natürlich auch wieder sehr sinnlos, aber egal. Ich laber ja schon wieder viel zu viel um den heißen Brei rum. Ich beende jetzt hier erstmal. Ich hoffe mal, dieses Tutorial hat euch geholfen oder gefallen oder was weiß ich was. Und ich würde sagen, ich beende dann hier erstmal. Bis bald und tschüss.